könnte auch die Teams mal durchwechseln. Ich glaube, das geht, oder? Ja. Und lass uns das mal bitte machen, weil sonst hätte es echt langweilig. Wie bitte? Lass mal die Teams mal durchwechseln, habe ich gesagt. Das kann man doch machen, nee, oder? Geht nicht. Nee, geht nicht. Scheiße, bei dem letzten ging's. Ist doch egal, es geht eigentlich um den Fun und man muss austesten. Ja, alles gut. Guck mal, der Markus hat da eh schon die Hosen voll vom letzten Rennen. Weil es eigentlich da war übrigens gerade ein Laden für dich, Sven. Lady and Boy. Cool. Alter, 20 Minuten, ist das da ernst? Ja, ja. Oh, habe ich vergessen einzustellen, sorry. Alter, das war aber eine Runde 20 Minuten, bis dahin haben wir uns doch bestimmt gekillt. So, ihr Last Team Standing. Hm. Oh, ich werde noch Ausländer. Hä? Okay. Warum hat der gestanden, ne? Hä? Scheiße, tut mir leid. Haut er mir einen in die Fresse. Du, wir standen auch beide in derselben Wand, ne? Ja. Mich hat's ein bisschen angehittet. Hä? Okay. Enrico, ja? Was war denn bei dir? Der ist gestorben. Der ist von der Hauswand geflogen. Da wollte ich Panorama wieder angucken. Ja, genau. Der Markus ist herrlich, ne? Der läuft heute auf. So, Höchstform. Am Ende kommt es noch darauf, wer als Erster über dieses Dach läuft, ne? Oh, da sind sie, siehst du? Mhm. Ich hab's ja schon gesehen. Ja, aus der Entfernung kannst du aber nichts machen, ne, mit der Schrot. Das ist nicht wahr. Was hast du gefunden? Ein Sniper oder was? Ein Sniper, ich hab dir voll den Kopfschuss gegeben. Ja, aber ich hab dich aber auch. Ich hab dich auch. Du hast dich echt gut getroffen, aber ja, der Kopfschuss stand, wird reingehauen. Ich stand ja aber auch. Ne, die ganze Zeit. Ich hab ja auf dich auch geschossen. Ich hab ja zwei, dreimal getroffen. Hey, ich stand auch, anders kann ich nicht schneiden. Ja. Ein Rekord, so gut wie nichts mehr im Leben. Also, Viertel vielleicht noch. Okay, jetzt 20 Minuten hier oben stehen. Wir haben 63 Kugeln. Nein! Ich hol dich nur runter. Bitte nicht jetzt in der Aufnahme, ja? Au! Ja? Wir hatten jetzt geklatscht. Du magst dich doch einen runterholen, also muss es bei dir doch gewesen sein. Nee, ich bin schon fertig, es geht doch schnell wie bei dir. Was sagst du? Gibt's da wohl extra bei Svenja oder was? Ja, es gibt ja mal ein extra. Ja.
Wenn da ein Rico dort oben steht, dann müsstest du eigentlich mit der Panzerfaust rumwerfen, irgendwas. Ja, das habe ich auch nicht gefunden. Ah, dass du erstmal eine andere Waffe suchst, ist erstmal speziell, ne? Das ist der Hammer. Der Markus geht wenigstens hier in den Nahkampf. Nee, ich habe keine gesucht. Ich bin da nur hochgeklettert, weil ich dachte, das wäre eine coole Position und dann lagen die da einfach. Ja, ich weiß nicht wieso, aber die lagen einfach. Da hab ich gedacht, wenn es mir gegeben wird, nehme ich. Ja. Nee. Ein Schaf ist wieder da. So. Dann hoffen wir mal, dass wir es diesmal ein bisschen besser auf die Reihe bekommen. Ach du Eule! Jawohl, eigentlich. Ja! Aber einen habe ich noch mitgenommen. Markus habe ich noch mitgenommen. Der ist mit der Sniper. Nee, ihr steht beide vor mir. Scheiße. Ihr steht. Nee, ich meine, Dings steht da oben mit der Sniper. Hm? Ja, der Rico, ich hab genug Munition. Ma, viel Spaß. Den Markus konnte ich mir noch mitnehmen. Das war wichtig. Jetzt steht der Auto mit der Sniper. Ja, ich dachte, wir machen jetzt ein Sniper-Duell. Ne, ich hab's weggepackt. Ich wollte extra jetzt in den Nahkampf gehen. Mit dir. Und man einfach hört, wie du die Sachen einsammelst. Irgendwas muss ich da sammeln. Du hast mich doch gerade getroffen. Ja. Ah, ich glaube, wir treffen uns gar nicht, oder? Ja. Ah! Ernsthaft? Was kannst du eigentlich? Die Zielpersonen wurden alle eliminiert. Ich würde dich hinlegen. Nee, war müde. Ekelhaft. Leg dich hin, lass uns reden. Ah, so unnötig. Nächstes Rennen rocken wir wieder, Kev. Lass uns das Ding erstmal zumachen hier. Alles gut? Wir haben noch ein bisschen Luft. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden eingestellt waren. Ja, ich hoffe ein bisschen mehr. Ja, die Position ist, als erster dort oben ist und den Sniper noch auf Foto hat. Und das Problem ist nur, dass dein Rico gut snipen kann. Und das weiß ich auch. Ich allerdings nie, ich bin hier nie im Snipen. Nicht nur das. Steh schon zu. Nicht nur da. Alter Kevin, ab nächster Woche gibt's nur noch einen männlichen Charakter. Da war's das Feierabend. Ach was, stell dich nicht so an. Ich wollte eigentlich heute schon spielen, aber ich hab's leider nicht geschafft, weil ich mir nur einen Stream angucken wollte. Stell dich nicht so an, leg dich lieber hin. Also ich habe gehört, Markus produziert keine Pull-Streams mehr. Was mach ich? Oh, hier. Tschüss, Enrico. Nee, das nicht. Was ist das? Die Säcke werfen gerade. Du hast nur die gefunden, Alter. Ah, wie knapp. Wo hast du die her? Die lagen da neben den Snipern. Ja! Nein! 8 Stück. Ach, Scheiße! Scheiße! So, Granatenhans ist weg. Was? Granatenhans! Muss da ganz genau hinter den Kasten, ja.
Viel Glück, mein Kumpel. Watch out. Achtung, er läuft wieder. Hey, hau ab mit dem. Hau ab mit dem Scheiß. Da steht hinter der Wand. Ja! Alter, was macht meiner denn? Ja, du Cap. Ich mein, das war jetzt Glück, Alter. Ja, es war mehr oder weniger Glück. Ich wollte mich eigentlich auf die andere Seite stellen, oder? Ich habe das nicht gecheckt, wo du genau standst. Ich hab gesagt, da steht hinter der Wand und du läufst an dem vorbei. Ich dachte, alter Schwede, Cap, nee. Nein, ich wollte mich eigentlich auf die andere Seite von ihm stellen, aber gleich war dann die andere Seite. Es war echt nur Glück, dass er nach rechts gegangen ist. Nee, meiner wollte nicht zielen, das war das Problem. Ja, kenne ich. Wenn meine Leute vor mir stehen, trotzdem erstmal rechts in den Himmel geschossen. 2-2. Also irgendwie macht dieser Runde richtig Gaudi, ne? Du hast das macht heute, Zeit. Aber ich muss sagen, es macht heute tatsächlich extrem viel Spaß, weil es ist auch kein Mimimi dabei. Was kommt dann noch? Naja, und wenn du dich weiter dran hältst, wird es auch keins mehr geben. Ich versuche. Jetzt muss ich immer nur mir liegen. Jetzt bin ich immer nicht nüchtern und ruhig. Ich bemühe mich, wie gesagt. Nächste Runde. Na, Rico, wer macht als erster den Sniper? Esel. Deine Mutter. So. Der Schnieper. Ja. Bei der Karriere. Oh, Alter. So eine Runde. Das ist eine Überraschung. Ah, Scheiße! Was ist das für? Ja, nee, ich habe gerade Granaten eingesammelt. In dem Augenblick, der stand schon oben und hat nur gewartet. Ja, das ist eine Überraschung. Jetzt muss ich den Ball. Jetzt muss ich den Ball mir holen. Problem ist, du hast keine Chance mehr. Hä? Weil der bleibt. Der bleibt jetzt einfach nur dort oben campen. Wo sind die denn überhaupt? Alter, nein! Jawohl! So, einer weniger? Mehr oder weniger Glück? Ich würde gerne helfen und sagen, wo die sind. Das Problem ist nur, ich darf nicht, ich bin tot. Jawohl! Mega! Also, sorry, da muss ich echt mal Applaus an Kev machen, also das war jetzt eine Glanzleistung. Ja gut, aber es war auch tatsächlich das Problem, dass Markus runter, also für die das Problem, Markus ist runtergesprungen. Sonst wäre es eng geworden gegen zwei. Und das ich wollte eine Granate schmeißen, statt sie zu schmeißen, lass es einfach fallen. Als ich wegspringen will, dann stellt er über die Scheiße. Und Enrico, der hat jetzt, glaube ich, aus seiner Verdeckung rausgegangen. Ich wusste, wo der steht. Totaler Schwachsinn, ey. Das war mehr oder weniger jetzt auch wieder so ein Geschenk. Ich hab ja Kev gesehen und wenn der Granate schmeißt, stattdessen macht er einfach nur den hier. Plupp! Nö, ich hab keine Lust mehr. Soll die mal gewinnen. Oh, Gott sei Dank. So. Nee, aber in dem Augenblick, wo mir einfiel, dass dein Rico dort steht, was mach ich? Ich bleib natürlich hinter dieser scheiß Betonwand stehen, so dass er schön auf den Kopf ziehen kann. So. Jetzt hoffen wir mal, dass wir ein bisschen das was hinkriegen jetzt, auf 4-2 zu stellen. Geh mal nicht auf Eier. Nein, Rico. Der steht wieder oben auf dem Haus. Weiß. Markus ist weg. Okay, das wird nichts werden mit der von der Ecke aus. Nein! Er hat's gerochen, was ich vorhatte. Sven, es liegt an dir. Ganz böse Zwickmühle gerade gewesen. Ganz böse Zwickmühle. Meinst du entweder ich oder du? Ja, ich
weiß nicht, wo du bist, Alter. Komm, Sven, was holst du dir? Boah, weißt du, wo ich bin? Tu mal nicht so. Nein, ich weiß deine Position nicht, Alter. Ich bin hier auf dem Boden. Scheiße. Such dich jetzt. Der Keck latscht rum. Ich seh dich. Gut, bei 20 Minuten hast du echt Zeit ohne Ende. Es wird heiß, Enrico, es wird heiß. Der war gut. Ich wusste gar nicht, dass du so einen Groove hast, Kev. Ich bin es gar nicht. Alter! Rafft Kev gerade nicht hier. Nee. Dass ich aus deiner Leiche einschieße, nee, nicht mehr. Ja. Und die alle Leiche die ganze Zeit so. Dein Schatz. Kann ich mich bitte kurz konzentrieren? Sonst kriege ich heute noch einen Anfall. Ich kämpfe hier gegen einen sehr gefährlichen Mann. Ein Orgasmusanfall bei deiner Freundin? Nee, das nicht. Wirkt mich zu kitzeln. Dann musst du zu ihr sagen, soll wenigstens an der richtigen Stelle kitzeln. Da sitzt der drauf. An der Stelle. Das ist ja schon mal, das ist schon mal die richtige Richtung. Ist schon mal ein Anfang. Das geht ja schon mal in die richtige Richtung. Also bei 20 Minuten, das ist halt eigentlich schon der Ende. Bei mir steht Enrico ständig auf zwischendurch. Ja, pass auf, die ist direkt vor dir, die Granate. Sven! Ja! Du musst da weg von der Position. Die ist direkt vor dir runtergekommen, die Granate. Oder hinter dir. Och, Leute. Das Problem ist, nee, du darfst ja eh nicht sagen. Eigentlich hättest du nicht sagen dürfen, nee. Nee, stimmt wohl. Du bist aber trotzdem gestorben. Ja, nee, deswegen habe ich noch nie mehr reagiert, weil ich wusste ja. Ich habe sie nur fliegen sehen und da war leider die Zeit zu spät zum Wegrennen. Tja, ist wie bei mir, mit Wettbewerb hast du es nicht so. 3-3 Leute, 3-3. 3-3. Ja. Und noch eine gute halbe Stunde, bevor Enrico weg muss. Ja. Ist das eigentlich nur Enrico, der weg muss, oder? Ja, okay. Ich kann bis 15 Uhr. Ja, machen wir nicht. Also ich kann sowieso länger, aber... Machen wir einfach bis 15 Uhr. Stimmt. Ja, schade, guck mal, dann, was wir dann noch machen. Ja, dann sind wir nur noch zu dritt und dann machen wir dann. Geht zu dritt im Puff. Können wir noch Missionen danach machen oder so? Nee, der hat Kevin Hartverbot, weil er so jung ist. Sagst du, das sagt gerade der 16-Jährige, weißt du? 16-Jährige. Kann man denn die Franklin-Mission noch zu dritt machen? Bin ich 16. Ja, dann machen wir die. Wie bitte? 15, kann Entschuldigung. Kann man die Franklin-Mission auch zu dritt machen? Ja. Die kannst du alleine machen. Dann lass uns die doch machen, dann hat Kev das auch endlich und dann können wir das auch abhaken. War mir fast klar. Lauf, Kevin, lauf! Ja, sagt. Ich wollte gerade weggehen, aber ich habe keine Chance. Ja, da kann dein Kopf sehen, ne? Nee, ich sehe den nicht. Oh, okay. Der ist da vorne gekrochen, der Hund.
Jawohl. Jawohl, Kevin, los. Aber. Ich würde zu gerne was sagen, als warten. Geraffen damit. Nein! Oh, nee. Ich wollte dir gerade sagen, der steht hinter dir, ne? Dreht schon ja, um, aber ich nein. Ich habe es gehört. Ich habe es gehört, dass der runtergesprungen ist. Ich habe nicht so schnell reagieren können. Enrico? Ja. Guter Bitch Move? Guter Bitch Move. Na, ich weiß. Nee, das war jetzt gut. Nee, aber ich sehe den Enrico runterspringen. Ich dachte, Kevin, guck mal hinter dir. Ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt, aber wie gesagt, ich konnte nicht so schnell reagieren, bis ich. Du darfst dich ja nicht einmischen, ne? Wenn einer tot ist, ist er tot. Alles ist gut, das war okay. Das war gut gemacht. Schade. Nö, ja, Enrico war vor allem, der findet wirklich alles, was es auf der Map gibt. Erster Scharfschützengewehr.